So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder zum Arma 3 Epoch Video. Kam jetzt ziemlich lange nichts mehr, viel CSGO. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall mal wieder ein paar Videos raushauen. Dennis macht hier gerade schon wieder Breakdance. Ja, ich hab's einfach drauf. Aber sieht echt voll gut aus. Oh Mann. Alter. Warte mal. Eine Drohne. Ja, ich wollte gerade sagen, ich höre irgendwas. Boah, ich komm nicht hoch. Wir müssen elendig sterben. Okay. Über uns, genau über uns. Jetzt wieder zurück zum eigentlichen Video. Und zwar möchte ich jetzt einfach mal kurz ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie man sich Werkzeug bauen kann. Da ist ja viel Neues dazu gekommen. Wir werden jetzt auch immer recht kurze Videos machen, einfach um die Inhalte quasi nicht 10 Neuigkeiten machen, sondern eher ein Neuigkeiten-Video, dass man das dann auch einfach nachher wieder gut findet, wenn man nicht mehr weiß, wie geht das oder wie ging das nochmal, dass man sich durch ein halben Stunden Video durchklicken muss. Deswegen halten wir die Videos jetzt recht kurz und füllen nicht so viele Neuigkeiten in ein Video rein. Könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr davon haltet. Und auch natürlich, was ihr, wenn ihr was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. So, und zwar habe ich mir jetzt mal ein paar Sticks, Steine und ein Seile ins Inventar gepackt. Daraus kann man jetzt Folgendes bauen. Einmal zum Beispiel ein Maul, also so ein Hammer. Den bauen wir jetzt einfach mal. Da braucht man einen Stein, zwei Sticks und ein Seil. Craften wir. So, dann haben wir den hier fertig. Hier ist ganz wichtiges Tool, was dazu gekommen ist, ist der Blanker oder wie das heißt. Also eine Kloglocke. Saugnapf. Ist ganz wichtig. Aber jetzt habe ich hier so einen coolen Hammer. Sieht mega aus auf jeden Fall. Ja. So Batz. Die Steinzeit aus, ey. Ohne Witz, man, so Flintstone-mäßig. Das sieht cool aus, ey. Auf jeden Fall ein geiles Feature, ohne Scheiß. Ich feier's. Das legen wir jetzt mal auf den Boden. Und dann können wir noch eine Hatchet bauen. Die machen wir jetzt auch. Da brauchen wir einen Stein, einen Stock und einmal das Seil. Die gucken wir uns auch noch kurz an. Oh, die geht als Pistole. Nachladen nicht vergessen. Spektakulär, ne? Ja, die ist jetzt nicht so spektakulär, aber so cool irgendwie so Rust-mäßig. Das wird voll das Survival-Game endlich. Ja, es sind auf jeden Fall coole Erneuerungen. So, für die Feuerstelle braucht man natürlich noch hier so Sticks. Die kriegt man aus diesen Gebüschen raus, kann man mit der Axt quasi klein hacken. Dann kriegt man Sticks raus. Steine kann man finden. Oder eben mit diesem schönen großen Hammer, der hier hängt auf dem Rücken. Mit dem Hammer auch von Steinen quasi abklopfen. Und um dann eine Feuerstelle zu basteln, braucht man quasi erstmal Steine und ein Stick wieder, also zwei Steine, ein Stick. Dann mache ich mal auf Craften. So, dann wie gewohnt Doppelklick auf den Fireblaze. Build. Hinpflanzen. Was ist auch in der Luft, gell? Oder? Nee. Ach, egal. Einfach so durchrobben. Geh schneller. Okay, wenn die Feuerstelle dann fertig ist, wenn die Feuerstelle fertig ist, geht ihr rein und geht auf Upgraden. Dafür braucht ihr aber diese Woodlocks, also die Holzstämme quasi. Dann wird das Feuer quasi mit Holz belegt und geht dann auch gleich an. Feuer löschen könnt ihr dann drauf gehen mit Maus. Rad Feuer löschen. Und yay! Yeah. Oh. Hab den. Ich wusste nicht, dass man so schnell stirbt. Okay, es gibt auf jeden Fall jetzt zum Nachtisch gegrillten Dennis. Jo. Jo, das war jetzt mal soweit fürs erste Video alles. Werden auf jeden Fall die Tage noch einige folgen. Wenn ihr was Spezielles wissen wollt, schreibt es bitte in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen, / geholfen hat. Damit unterstützt ihr uns und schaut natürlich auf unserem Server vorbei. Jo. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.